Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Dream League. Ne, Dream League hieß es doch, SM11B. Jetzt machen wir die nächsten 10 Booster auf. In der letzten Folge haben wir ja voll die coolen Artworks gezogen. Die gibt's bis jetzt noch gar nicht bei uns. Bin ich ja voll gehypt, ey, wenn die bei uns kommen würden. Die sehen so nice aus. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal 5, 10. Alles klar. Dann kommt die Box hier wieder weg. Ihr stellt sie mal hier hin, dann könnt ihr sie von angucken. Könnt ihr sie angucken, so sagt da, seht ihr sie? Und jetzt seht ihr sie nicht mehr und jetzt seht ihr sie. Also, wisst ihr, was ich meine? Aber gut, weiter geht's. Ich glaube, ich mache die mal hier unten auf. Das ging letztes Mal voll gut. Und da ruft man nicht so viel. Weil hier oben ist so ein komischer Bubbel. Das ist zum Aufhängen gedacht. Und da lässt sich sehr schwer öffnen hier. So. Die gehen so. Ja, so gehen sie richtig gut auf, die Booster. Ja, ich konnte jetzt leider noch nicht auf die Kommentare vom letzten Video antworten. Da ich hier hintereinander aufnehme. Das heißt, schreibt mir hier auch nochmal, der wo jetzt das erste Mal zuschaut, wie er die Kamerahaltung hier findet, weil jetzt seht ihr die Karten richtig gut. Also besser wäre dann, glaube ich, so und dann noch voll beleuchtet, aber das machen wir nicht. Also so und dann noch richtig rum, ne? Und ihr wisst schon, was ich meine. Und wir haben eine neue Holo. Oh, hab keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Das sehe ich zum ersten Mal. Da sehen wir noch Pokémon gibt, wo ich zum ersten Mal sehe, oder gut, vielleicht habe ich schon mal gezogen, aber ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe schon so viele Karten jetzt aufgemacht in der letzten Zeit, aber ich weiß immer noch nicht alle Pokémon, also ich kenne noch nicht alle Pokémon, ey. Das ist abnormal. So. Dann haben wir hier die Schildkröte da, die eine. Der Hund. Ich sag jetzt mal, der Hund und so ein Scheiß. Nix drin. Gibt's doch nicht. Ach, ich will gern Nulana und Solgaleo, glaube ich, oder wie heißt es, gell? In Rainbow ziehen, ey. Das wäre der Hammer. Oder überhaupt eine Rainbow wäre jetzt nicht schlecht. Den tue ich wieder extra, weil das kommt auf meinen Pikachu-Stapel. Oh, den haben wir auch noch nicht gehabt. Cool. Oh, hier haben wir unsere Tag-Team. Reshiram und Zekrom. Alter. Ist das eine Alternative? Nee, oder? Nee, das dürfte die normale sein. Hier, die ist noch im Set drin. Ich sag euch, ey, die Artworks werden immer besser. Gebt euch mal her, wie das Auge leuchtet und so. Das ist voll geil. Und da steht noch der Trainer hinten im Hintergrund, ne? Hammer. Voll gut. Ich kann mich nicht beklagen, gell? Das sind richtig nice Karten dabei. Das Set gefällt mir total. Halt erstmal hier rein. Hammergeil. Allein die Karten, wo wir letztes Mal gezogen haben, ne, das waren alles so Secret Rare Karten. Die waren der Oberhammer. Ohne Witz, die waren wirklich der Oberhammer. Müsst ihr euch mal reinziehen. Geil. Ich wäre so gehypt, wenn die Karten. Es wird bei uns wahrscheinlich SM12 sein, vielleicht oder so. Wenn die Karten dann kommen würden mit dem Artwork, ey. Oh, geil. Wäre der Hammer, ey. Die habe ich auch schon ein paar Mal gezogen. Den habe ich auch schon gezogen. Oh, der ist neu. Und eine Trainerkarte, die haben wir auch schon. Schade. Pikachu tun wir mal weg, so. Ihr fragt euch bestimmt, wo ich die Pikachus hin mache. Das kommt auf meinen speziellen Pikachu-Stapel, weil ich die jetzt sammle. Pikachus kommen auf einen Riesenstapel. Und dann weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Vielleicht wird es verlost oder wird
Wird irgendwie eingetauscht gegen irgendwas. Ich weiß nicht. Irgendjemand sammelt gerne Pikachus wahrscheinlich. Die haben wir auch noch nicht gehabt. Oh, Onix haben wir auch noch nicht gehabt. Den haben wir gehabt. Haben wir auch noch nicht gehabt. Oh, eine Holo. Oh, nice. Nice, nice, nice. Die ist schön. Die ist richtig schön. War wirklich schön, oder? Zieht euch mal das Artwork hier rein, ey. Mit so Sternfunkeln im Hintergrund. Voll gut, ey. Wie gesagt, ich würde gerne noch den Rand bei uns haben. Im deutschen Set. Das wäre dann der Oberhammer. Und falls ihr euch wundert, warum so wenig Videos gerade im Moment kommen. Ich habe sie alle aufgenommen, aber ich komme nicht zum Schneiden. Da ihr ja ein bisschen Fun und sowas drin haben wollt, dann komme ich nicht. Es dauert halt ein bisschen länger mit dem Online-Stellen dann. Also, ihr wollt ja lustige Videos. Ich versuche immer lustige Videos zu machen. Also, kann nicht immer lustig sein. Manchmal zu ein paar dummen Sprüchen von mir oder so mache ich dann einen Zuschnitt, aber wenn ich halt mal nichts Dummes sage oder so, dann kommt halt auch nichts. Ich muss halt alles nochmal dann angucken, muss genau raussuchen, was ich da reinfügen könnte. Den haben wir auch schon ewig oft gezogen, ne? Und eine... Oh, ein Steelix. In Holo. Sehr schöne Karte wieder. 400 Kilogramm. Yeah. 34. Cool. Vielleicht werde ich auch demnächst noch mal ein paar Videos einfach so online bringen, ohne lustige Szenen, dass wieder ein bisschen Content kommt. Vor allem wollen wir ja auch die 500 Abos knacken. Und die 500 Abos laufen ganz gut. Gut, würde ich jetzt bis jetzt sagen. Also seit ich nämlich Videos rausgebracht, sind 30 Abos oder so dazu gekommen. Ganz cool. Hätte ich nicht gedacht. Und die kommen auch ganz gut an. Ein Fleißiger, wo jedes Video kommentiert. Grüße gehen raus, der weiß bestimmt Bescheid. Oh, nichts dabei, schade. Also, sag ja, der jeder, der wo alle Videos von Road to 500 Abos kommentiert, der hat bessere Chancen. Aber das wisst ihr, glaube ich, langsam. Meist jedes Mal erwähne. Na, komm raus. Oh. So. Ein Pixie. Ein Smogmog. Ne, Smogon. Und ein... Oh, schon wieder. Ja, ich glaube, die sind immer öfters drin im Set. Also immer so doppelt mäßig. Das haben wir beim letzten Display auch so gehabt. Da waren fast alle zweimal drin. Na ja, gut, es gibt ja auch nicht so viele Karten. Es gibt ja noch 49 Karten. Kann ja gut sein, dass da ein paar Holos doppelt sind. Oh, schade. Wieder nix. Hey Leute, wir sind schon vorbei. Wir hatten jetzt einen Hit. Und in der letzten Folge hatten wir bessere Hits. Oder mehr. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Aber mehr Hits auf jeden Fall. Ah, die ist schon cool, ne? Guckt euch mal hier das Blaue vom Stackrum an und so. Das ist alles... Also mehr Funkel geht nicht. Richtig Hammer, ey. Und die Augen von vom Reshiram hier jetzt gerade. Cool, ey. Also die ist wirklich nice. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.